Niemand präsentiert ihre Spiele besser als Ubisoft. Das ist eine Tatsache, Freunde. Das ist echt eine Tatsache. Das ist ein Wahnsinn. Das Einzige, was ich schade finde, weil ich hier gerade so wieder so geil die Rüstung sehe, ist absolut meine Favoritenrüstung, ist, dass wir die später nicht mehr anhaben. Einfach mal so. Ja gut, das hat natürlich, ist irgendwie verständlich. Ich meine, die ist einfach unzerstörbar und stellt euch mal vor, wir würden das ganze Spiel damit spielen. Das wäre ja dann, ne, wenn ihr verstehst, was ich meine. Ist halt ein bisschen kacke dann, ist ja logisch, ne? Dann wären wir ja zu stark, deswegen. Ich hätte mal eine Frage an euch, an die Assassin's Creed-Kenner da draußen. Und dann sprach Minerva von der Sonne. Moment, nach der Cutscene. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh, vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Ja, dann sollten sie mal schnell üben, weil sonst enden wir hier irgendwann als Kanonenfutter. Was ich fragen wollte, also, es gibt ja hier auch so Gräber. Und da kann man solche Schriftrollen sammeln. Im zweiten Teil waren es ja Siegel und hier sind es Schriftrollen. Es gibt übrigens davon, glaube ich, auch 6. Bekommt man dann auch eine Rüstung oder brauche ich da irgendein spezielles DLC? Das würde mich mal interessieren. Weil ich weiß nicht, ich glaube, dass ich mal alle gehabt habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder war das der Neffe, der alle hatte? Ach ja, hier kann man ja, stimmt ja. Hier kann ich ja in der Stadt auch reiten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ich dann trotzdem nicht die Rüstung hatte. Ich bin mir nicht sicher. Ich probiere es einfach mal, aber wäre geil, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet. Ja, die jubeln uns ja alle zu. Ja, dafür sind ja auch wir verantwortlich, dass es sich langsam macht, der Ort. Nur dank dir. Genau. Bruder. Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Oh yeah. Aber ist euch aufgefallen, die Claudia hat im, also hier in diesem Teil, um einiges abgenommen. Die war in Assassin's Creed 2 war die ein bisschen molliger. Ich finde die hier um einiges hübscher. Aber die hübschesten Frauen machen immer noch Capcom. Also virtuell ist natürlich, virtuelle Frauen meine ich jetzt. Macht immer noch Capcom. Die besten. So. Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Nicht gut. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Natürlich. Gott segne euch, Ezio. Jojo. Wenn es einen geben würde. So, gut, dann machen wir mal. Marios Pferd holen. Wow. Das ist an mir vorbeigerauscht, ohne dass ich Kreis gedrückt habe. Komm mal her. Das ist ein bisschen lustig hier mit dem Pferd. Das ist gar nicht mal so leicht, das zu fangen. Seht ihr, ich war direkt daneben, aber ich konnte nicht aufsteigen. Das ist so ein, da muss man wirklich genau den richtigen Zeitpunkt machen. Aber ich schaffe das schon. Beim letzten Mal habe ich auch 5 Anläufe gebraucht. So, jetzt. Ach, guck mal, diesmal sogar bei 3 Anläufe. Geht doch. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Jo. So. Naja, unsere Schlacht ist noch nicht geschlagen, sonst würde es ja kein neues Spiel geben, ist ja logisch. Aber vorerst sieht's mal danach aus, ne? Vorerst. So, dale. Jetzt gehen wir hier mal zu den Leuten, die die Kanone hier bedienen. So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm!
Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Das ist so eine geile Sache, was jetzt kommt. Das ist so geil, die Dialoge, was jetzt einfach kommen. Müsst ihr euch unbedingt anhören. Das ist so geil einfach. Das mag ich richtig. Wir müssen hier nämlich zu den Dingens hier. Der ist so cool drauf einfach. Salve, Messere. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lasst mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Ja, dann komm. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Ja, nennt man in unserer Zukunft Pistole. Naja, da feuert man nicht wirklich eine Kanone ab. Naja, wer weiß, wie lange das noch dauert, bis es sowas auch mal gibt. Ja, hallo, mach was. Ah, jo. Jetzt. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Ich finde das so geil. Sein Atem ist tödlicher als die Kanonen. So geil. Sucht euch ein Ziel. Und ihr als Antwort, nur wenn ihr damit schießt. Das ist so geil. So, wir müssen 5 Ziele wegballern. Das dauert ein bisschen, weil das Nachladen ziemlich langsam ist. Aber was sein muss sein. Boah, da ist voll noch so ein Ding überlebt, krass, ey. Komm, hier die hinteren. Boah, bin ich schlecht. Guck mal, da hat sogar wieder noch so ein Ding überlebt. Na, Moment. Moment, Dollar. Lol, ich hab... What the fuck? Die Zielvorrichtung ist in Ordnung. Das Problem ist hinter der Kanone. Was? Ich hab doch getroffen, nochmal. Mann. Geht doch. Naja. Kaum muss man irgendwas schießen, bin ich schon schlecht. Perfetto. Jo. Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Nun ja, klar. Zu der anderen. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Der ist so geil drauf, der die Kanonen macht. Ich mag den. Okay, gut. Auf zur nächsten Mission. Lalala, das sind alles nur so Standardmissionen am Anfang noch, wisst ihr ja. Später werden die natürlich ein bisschen krasser, ist ja logisch. Jedes Spiel muss ja klein anfangen. So, runter hier. Das ist auch eine lustige Mission hier, was jetzt kommt, die mag ich auch. Die ist zwar auch nur Pillepalle, aber die ist lustig von den Dialogen her. Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, Kiste dran, ne? Wohin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt? Oh. Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt... Ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten.
Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh, was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht, das war ich. Oh nein. Ihr? Das Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schweigen? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Naja. So hübsch bist du nun auch wieder nicht, dass es sich lohnt, zu warten. Oder was sagt ihr? Also ich habe schon definitiv hübschere virtuelle Frauen gesehen. Buongiorno, Ezio. Caterina, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort. Stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sag mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Jo, diesen Machiavelli, den mag ich überhaupt nicht. Wir werden ihn aber öfter, ja, sehen. Dort, wo ich war, ach, weißt du was, das sehen wir eh noch. Wir bekommen auf jeden Fall noch öfter mit dem zu tun. Der ist immer unfreundlich, immer unsympathisch, hat immer was zu meckern. Ich mag ihn einfach überhaupt nicht. Er ist so richtig unsympathisch, kann ich euch sagen. Habt ihr eh gerade auch mitbekommen. Und so ist er immer drauf, die ganze Zeit. Immer da was zu meckern, immer da und jenes. Und ja, ich mag ihn einfach nicht.
Willkommen daheim. Möchtest du nochmal? Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer freistehen zu wählen. Psst. Was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Merda, ich muss Mario finden und die Truppen sammeln. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Das sind die Borgia. Wie konnten wir das übersehen? Sie müssen sich nachts im Osten gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bevölkerung geflohen ist. Ich erledige das. Benutze die Kanonen über dem Wall. Ich werde einen Frontalangriff führen. Habt ihr ihn? Ich habe ihn sicher. Die Borgia dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle in Sicherheit sind. Insieme per la vittoria. Insieme. Onkel, sei achtsam. Bin ich.